Alle deutschen Formel-1-Fahrer in einer Tierlist gerankt. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Der erste Fahrer in dieser Liste ist Michael Schumacher. Ich habe zwar im Intro alle Fahrer, alle deutschen Fahrer gesagt, aber wir fangen im Jahr 2000 an. Das heißt natürlich aber auch, dass ich jetzt hier bei Michael Schumacher auch natürlich die 90er Jahre bewerte. Wo ranken wir Michael Schumacher in so einer Tierlist der deutschen Formel-1-Fahrer ein? Ich glaube, da gibt es wenig Meinungen, wenig unterschiedliche Meinungen. Trotzdem natürlich erstmal das Positive hervorgehoben. Siebenmaliger Weltmeister, Rekordchampion natürlich jetzt mit Lewis Hamilton zusammen. 91 Grand Prix-Siege und vor allem, was für mich nochmal ganz, ganz besonders ist, er hat wirklich diesen Enthusiasmus in Deutschland für die Formel 1 gebracht. Als er 1991 damals im Belgien Grand Prix das erste Mal an den Start gegangen ist, sofort gute Leistungen gezeigt hat und dann ja wirklich Formel 1 Deutschland sozusagen zum Leben erwacht hat. Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit in den 90er Jahren, als dann wirklich ja die Formel 1 von einer Randsportart eigentlich dann tatsächlich zu einer massentauglichen Sportart in Deutschland geworden ist. Unvergessen natürlich auch die Deutschland Grand Prix in dieser Zeit am Hockenheimring, am Nürburgring. Die waren immer pickepacke voll und das war natürlich, das kann man nicht einfach anders sehen, das war alles nur aufgrund von Michael Schumacher und seinen Erfolgen 94, 95 im Benetton und dann natürlich 2000 bis 2004 im Ferrari. Das waren unvergessene Zeiten. Natürlich auch sehr, sehr episch. Dann nochmal sein Comeback 2010 bis 2012, dann im neu gegründeten Mercedes-Team. Natürlich haben sich die Fans da ein bisschen mehr erhofft. Trotzdem war es keine unerfolgreiche Zeit. Zumindest nochmal eine Pole-Position rausgeholt, ein Podium rausgeholt. Und das hat dann wirklich nochmal diese Karriere wirklich abgerundet, auch wenn ich persönlich sagen muss, so Michael Schumachers Karriere, die ist für mich irgendwie 2006 tatsächlich zu Ende gegangen, mit diesem wahnsinnig geilen Grand Prix auch nochmal in Brasilien, wo er gefühlt das ganze Feld zweimal überholt hat. Und deswegen, Michael Schumacher ist für mich eine Legende. Natürlich, es gab den Rammstoß von 1997. Es gab manchmal das Tal der Tränen, gerade im Kampf gegen Williams, gegen Jacques Villeneuve oder auch vielleicht gegen Mika Häkkinen im McLaren Mercedes. Aber trotzdem, es gibt kein anderes Tier, was hier in Frage kommt, als natürlich das S-Tier. Michael Schumacher ist eine Formel-1-Legende. Michael Schumacher ist eine deutsche Formel-1-Legende und deswegen muss er in dieser Tierlist ganz, ganz nach oben. Als nächstes kommen wir zu Heinz-Harald Frentzen, der gemeinsam mit Michael Schumacher beispielsweise in den Juniorenkategorien unterwegs war. Wusstet ihr, dass tatsächlich zu dieser Zeit Heinz-Harald Frentzen sogar als das größere Talent in Deutschland galt? Und das spricht aber auch so ein bisschen dann auch für die Karriere, dass er das nicht so hundertprozentig dann tatsächlich auch in der Formel 1 abgerufen hat. Michael Schumacher ist natürlich auch schon zu deren gemeinsamer Zeit der größere Star gewesen. Heinz-Harald Frentzen galt immer als das größere Talent, aber galt vielleicht auch immer so ein bisschen als faul und hat da vielleicht nicht so hundertprozentig alles gegeben, wie beispielsweise an Michael Schumacher. Aber trotzdem, es war ja auch eine coole Karriere von Heinz-Harald Frentzen, das darf man hier nicht vergessen. Er hat die ersten Schritte bei Sauber in der Formel 1 gewagt, ab der Saison 1994. Dann kam beispielsweise aber auch der Wechsel in ein absolutes Top-Team, nämlich Williams damals. 1997, 1998 ist er für Williams gefahren. 1997 war er tatsächlich Zweiter in der WM, Vize-Weltmeister hinter Jacques Villeneuve. Natürlich aber auch, weil hier damals Michael Schumacher komplett von der WM disqualifiziert worden ist. Trotzdem, das war seine beste Saison auf dem Papier. Aber ich finde, seine wirklich beste Saison, die war 1999, als er für das legendäre Jordan Grand Prix Team gefahren ist. Dazu habe ich ja auch mal ein Video gemacht. Das findet ihr jetzt auf dem i. Und hier hat Heinz-Harald Frentzen auch immer mal wieder Siege einfahren können. Galt so ein bisschen zumindest zur Mitte der Saison auch als WM-Titelanwärter. Im Endeffekt waren dann die McLaren, Mercedes und Mika Häkkinen natürlich zu stark, aber trotzdem mit Jordan überhaupt um Siege und zumindest am Anfang der Saison auch um die WM mitfahren zu können, das war schon grandios. Am Ende wurde er auch WM-Dritter, das ist trotzdem ein sehr, sehr tolles Ergebnis. Danach ging es natürlich ein bisschen bergab mit Jordan und leider dann auch wieder stark bergab für die Karriere von Heinz-Harald Frentzen. Er war dann noch bei ein paar Hinterbänkler-Teams, beispielsweise Sauber, Arrows, also Hinterbänkler ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber natürlich
natürlich konnte er vorne nicht mehr ganz mitfahren. 2003 am Ende der Saison war dann das Ende der Karriere von Heinz-Harald Frentzen. Ich würde sagen, für deutsche Verhältnisse war das auf jeden Fall ein B-Tier. Natürlich, da gab es noch bessere, legendärere Fahrer wie beispielsweise Michael Schumacher. Aber er war rein vom Talent doch immer ganz oben dabei, hat immerhin auch ein paar Siege auf dem Konto. Deswegen packe ich ihn natürlich hier in dieser deutschen Tierlist ins B-Tier. Aber jetzt wirklich mal auch zu den Fahrern insgesamt damals verglichen, war Heinz-Harald Frentzen wirklich, wirklich ein guter Fahrer und ich glaube auch ein sehr, sehr geschätzter Fahrer im Fahrerfeld damals. Deswegen Potenzial fürs A-Tier wäre natürlich auch da gewesen. Aber er hat halt, finde ich, trotzdem ein bisschen zu wenig aus seiner Karriere und aus seinen Möglichkeiten gemacht. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann herzlich willkommen. Ich würde mich sehr über dein Abo freuen. Hier gibt es für dich als Formel 1-Fan natürlich spannenden Content, so wie diesen beispielsweise, aber natürlich auch aktuellen Content zur aktuellen Saison 2023. Ich denke, es ist auf jeden Fall was für dich dabei. Und wir machen jetzt weiter und zwar mit Ralf Schumacher. Das war natürlich damals aus deutscher Sicht eine unglaublich tolle Zeit und Mika Häkkinen hatte das beispielsweise auch mal zusammengefasst. Jetzt muss er sich nicht nur gegen einen Schumacher battlen, sondern jetzt fahren da auch noch zwei um den Sieg mit. Ja, genau, die Brüder Schumacher waren das erste Brüderpaar, das es tatsächlich geschafft hat, auf Position 1 und auf Position 2 zu fahren. Das war beim Grand Prix von Kanada 2001. Und das sagt ja auch schon alles, wie erfolgreich natürlich auch Ralf Schumacher war, der trotzdem natürlich aber immer so ein bisschen natürlich dann im Schatten seines großen Bruders gefahren ist. Da kann man eigentlich gar nichts als im Schatten zu fahren. Bei so einer Karriere von Michael Schumacher ist dieser Schatten einfach riesig. Aber ich finde, Ralf Schumacher hat es natürlich trotzdem toll gemacht. Auch er war siegfähig, auch er ist immer mal wieder in einem siegfähigen Auto gefahren. Er hat seine Karriere bei Jordan begonnen, diesem legendären Team, hat dort auch wirklich für Furore gesorgt, konnte seinem Weltmeister-Teamkollegen Damon Hill auch wirklich immer mal wieder ein bisschen ärgern und war auf jeden Fall zumindest auf Augenhöhe mit dem Briten. Aber natürlich dann der Wechsel zu Williams, auch wenn es am Anfang vielleicht noch ein bisschen schwierig war. Aber dann ab der Saison 2000 und 2001, da ging es dann nochmal richtig nach oben. Die Williams konnten um Siege mitfahren und das Duo Ralf Schumacher-Montoya, das war schon irgendwie legendär. Der Hitzkopf Montoya im Team und natürlich dann der eher strategisch kluge Ralf Schumacher. Das war schon irgendwie eine coole Kombo bei Williams. Und ja, Ralf Schumacher konnte immerhin auch damals Siege einfahren. Natürlich in dieser sehr, sehr von Ferrari dominierten Zeit hat es nicht zu mehr gereicht. Aber ich finde trotzdem, wenn man das jetzt auch beispielsweise mal vergleicht mit Heinz-Harald Frentzen, dann sehe ich auf jeden Fall auch Ralf Schumacher im Tier B. Er ist auch um Siege mitgefahren, genauso wie Heinz-Harald Frentzen. Ich denke, vom Talent waren sie auch sehr, sehr ähnlich. Auch bei Ralf Schumacher ging es dann natürlich in der Karriere wieder ein bisschen bergab. Bei Toyota konnte er noch ein paar Jahre fahren, aber natürlich nicht mehr ganz oben an der Spitze mitwirken. Aber trotzdem, Kategorie B ist, denke ich, auch für Ralf Schumacher relativ fair. Wir kommen zu Nick Heidfeld, Quick Nick, wie er ja auch immer genannt worden ist. Der hatte auch eine sehr, sehr erfolgreiche Juniorenkarriere, war immer McLaren-Mercedes-Juniorenfahrer und irgendwie schien es dann immer so, als würde er tatsächlich dann auch mal beispielsweise bei McLaren-Mercedes in der Formel 1 als Stammfahrer dann aufsteigen können. Umso schockierender war es dann, dass 2002 dann nicht Quick Nick zu Mercedes geholt worden ist, sondern der ganz, ganz junge Kimi Räikkönen. Aber trotzdem, ich finde, das war so ein kleiner Knick in der Karriere. Denn natürlich, er war immer sehr, sehr talentiert. Nick Heidfeld ist dann auch seit 2000 schon in der Formel 1 gefahren. Immer ganz gut im Mittelfeld, hat er da auch gute Ergebnisse erzielen können. Aber irgendwie, ja, hat das ihm vielleicht so einen kleinen Knick gegeben. Natürlich, er hatte dann trotzdem eine gute Zeit. Auch beispielsweise dann in der Saison 2007, das war seine erfolgreichste, wo er insgesamt dann auf Platz 5 gefahren ist in der WM-Wertung. Das war die Zeit von BMW Sauber, also als Sauber und BMW diese Partnerschaft eingegangen sind. Hier muss man aber auch sagen, sein Teamkollege Robert Kubica war damals dann doch irgendwie ein bisschen der stärkere Fahrer, der dann auch beispielsweise 2008, ja dann ein Jahr später, auch den einzigen Sieg für BMW Sauber geholt hat. Ja,
das Stichwort Sieg muss man hier natürlich auch noch erwähnen. Nick Heidfeld hat einen ja sehr, sehr unrühmlichen Rekord, nämlich er hat 8-mal den zweiten Platz eingefahren und hat damit die meisten zweiten Plätze eingefahren, ohne jeweils dann tatsächlich auch einen Sieg einfahren zu können. Das muss natürlich auch hier, darf nicht unerwähnt bleiben. Er war halt kein Siegfahrer im Endeffekt. Natürlich, er hatte das Talent, er hatte das Zeug dafür. Viel zu selten hatte er das Auto dafür. Und deswegen ist halt jetzt natürlich die Frage, wäre es jetzt fair, dass man Nick Heidfeld trotzdem in die Kategorie B dann tatsächlich einteilt? Oder muss man hier den Abzug geben, weil es halt keinen Sieg gab, dass man ihn dann vielleicht doch in die Kategorie C packt, wenn man jetzt Frentzen und Ralf Schumacher schon in der Kategorie B hat? Ich weiß es nicht ganz, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Kategorie C dann doch ein bisschen zu hart wäre, weil er hatte ja schon auch eine sehr, sehr lange Karriere von 2000 an bis 2011. Er war natürlich immer nur in Mittelfeldteams. Ich denke auch BMW Sauber war jetzt kein absolutes Top-Team und deswegen das nur auf die Siege festzumachen, das würde ich jetzt zu hart finden. Deswegen kommt Nick Heidfeld für mich auch in die Kategorie B, aber ist natürlich sehr, sehr streitbar bei diesem Thema. Aber ich denke, das Talent, das war auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich wie das, wie bei Ralf Schumacher und Heinz-Harald Frentzen. Bei Timo Glock, da denkt man immer, dass 2008 seine erste Saison war, damals im Toyota. Aber ich habe es auch fast vergessen, aber 2004 ist er auch schon 4 Rennen für das Jordan-Team gefahren. Jordan war damals aber wirklich schon ein Hinterbänkler-Team. Das war natürlich deswegen so ein bisschen auch bei mir im Kopf schon vergessen. Bei Toyota lief es aber gar nicht schlecht, muss man echt sagen, für Timo Glock. Er hat immerhin 3 Podiumsplätze herausgefahren für das Toyota-Team, das natürlich auch nie ein Top-Team war. Es hatte immer sehr, sehr viele Ambitionen und bei dem Geld, was Toyota, der Konzern, auch immer in das Team gedrückt hat, war es vielleicht dann doch ein Top-Team, aber natürlich die Realität auf der Strecke sah immer anders aus. Deswegen finde ich 3 Podiumsplätze in diesem Team gar nicht schlecht. Ich meine, da gab es andere deutsche Fahrer, die saßen auch immer in ganz guten Mittelfeldteams, die haben kein Podium geholt. Deswegen 3 Podiumsplätze ist schon mal nicht schlecht, aber die Karriere von Timo Glock, die konnte trotzdem nicht so richtig Fahrt aufnehmen, denn als Toyota dann 2009 dann das Team sozusagen dann verkauft oder aufgegeben hat, anders kann man es nicht sagen, ist er dann zwar noch bei Virgin, aka Marussia, weitergefahren, aber das war auch keine wirklich tolle, erfolgreiche Zeit, weil das war ein absolutes Hinterbänkler-Team, die sind wirklich ganz, ganz weit hinten gefahren und Timo Glock ist damals eigentlich immer nur um die goldene Ananas gefahren, Platz 20, Platz 22, das waren so Qualifying-Grids, die er dann immer inne hatte und im Rennen konnte er tatsächlich auch nie einen Punkt holen mit diesem Hinterbänkler-Team. Und nach der Saison 2012 war dann aber auch schon Schluss für die Karriere des Timo Glocks. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ranken wir Timo Glock? Ich finde auch schon nochmal wieder diese gleiche Fragestellung nochmal berechtigt. Ist das hier wirklich unfair, dass Timo Glock natürlich immer nicht in wirklichen Top-Teams saß, ihn dann runterzustufen? Hatte er denn tatsächlich das Talent eines Heinz-Harald Frentzen, eines Ralf Schumachers und da jetzt auch natürlich Nick Heidfeld, die alle in der Kategorie B bisher sind. Aber hier muss man dann tatsächlich sagen, nein, ich glaube, so groß war das Talent nicht. Er hatte auch immer mal wieder ein paar, ich würde es schon sagen, unnötige Crashes dabei. Die hatte vielleicht jeder mal in der Karriere, aber bei Timo Glock hat sich das vielleicht schon ein bisschen gehäuft. Wenn er wirklich mal gut drauf war, da waren die Momente, die Highlights wirklich sehr, sehr geil. Aber trotzdem, es war jetzt keine richtig krasse Karriere von Timo Glock. Deswegen packe ich ihn tatsächlich jetzt hier mal in die Kategorie C. Findet ihr das fair? Wir kommen zu Nico Rosberg und hier bei diesem Bild erkennt man auch natürlich, dass er als junger Bursche dann erstmal bei Williams angehört hat. Das war damals ein Mittelfeldteam. Umso krasser war es, dass er da zum Beispiel aber auch schon Podiumsplätze herausgefahren hat. Ich fand das damals schon sehr, sehr krass und dachte mir, hey, aus diesem Nico Rosberg kann wirklich mal ein großer werden. Meine ersten Berührungspunkte mit Nico Rosberg waren aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das tatsächlich noch auf dem Schirm hattet, bei Viva, da gab es nämlich eine Doku-Serie über ihn. Viva war ja dieser Jugendsender und tatsächlich gab es dort auch dann, ich glaube Formel 3 war das, wirklich eine Doku über Nico Rosberg, über mehrere Wochen lang, über sein Leben und natürlich dann auch seine Karriere in der Formel 3. Das Auto war mit so einem Viva-Sponsor hinterlegt und irgendwie fand ich das damals richtig cool. Hab deswegen natürlich dann auch ganz, ganz genau hingeschaut, als Nico Rosberg in die Formel 1 eingestiegen ist. Und wie gesagt, also ich fand wirklich seinen Start bei Williams auch schon richtig, richtig gut.
Und deswegen war es auch verdient, dass er dann auch den Platz in diesem neuen geschaffenen Mercedes-Cockpit bekommen hat, neben dem siebenmaligen Weltmeister Michael Schumacher. Das war eine krasse Fahrerkombo. Und man muss auch ganz deutlich sagen, auch wenn Michael Schumacher damals natürlich schon ein bisschen älter war und vielleicht nicht mehr so hundertprozentig im Saft war, aber man darf das wirklich nicht unterschätzen. Nico Rosberg hatte in allen drei Saisons die Nase vorne. Er war es, der auch beispielsweise den ersten Sieg für Mercedes damals, 2012 war das, glaube ich, in China eingefahren hat. Also Nico Rosberg hatte wirklich auch hier in dieser Mercedes-Zeit mit Michael Schumacher wirklich die Nase vorn. Dann kam natürlich Lewis Hamilton und natürlich Lewis Hamilton ist ein Ausnahmekönner. Hier muss man auch ganz klar sagen, gegen Lewis Hamilton hatte er das Nachsehen, aber das erwähnt er ja auch selber immer, der Nico Rosberg. In einer Saison hat er ihn tatsächlich dann doch geschlagen, nämlich 2016. Dazu habe ich ja auch ein Video gemacht, findet ihr jetzt auch auf dem i. Und das war natürlich die Krönung von Nico Rosberg und seiner Karriere. Und ja, damit ist er dann auch tatsächlich schon zurückgetreten. Er hat damals gesagt, er findet nicht die Kraft, jetzt nochmal anzugreifen, in der Saison 2017 nochmal gegen Lewis Hamilton anzutreten. Das war, viele haben vielleicht gesagt, so ein bisschen ein peinlicher Rückzieher. Aber ich fand das sehr, sehr groß, denn ich habe es ja auch in diesem besagten Video gesagt. Natürlich, Nico Rosberg hat akzeptiert, dass Lewis Hamilton der bessere Fahrer ist. Er hat trotzdem 2016 alles reingeworfen, um ihn zu schlagen. Und das hat natürlich ganz, ganz viel Kraft und Energie gekostet. Und die Familie musste darunter leiden und deswegen finde ich trotzdem, dass das eine sehr, sehr krass gute Entscheidung war von Nico Rosberg, damals zurückzutreten. Also von mir wurde er auf jeden Fall, dort hat er den Respekt bekommen für diese Entscheidung. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wo ranke ich Nico Rosberg? Er hat einen WM-Titel, das unterscheidet ihn natürlich von allen, die jetzt in Kategorie B und natürlich auch C sind. Zu S, da reicht es natürlich nicht. 7 WM-Titel eines Michael Schumachers, die kann ein Nico Rosberg nicht matchen. Auch wenn er in den drei Saisons natürlich vor dem großen Schumacher dann tatsächlich auch gelandet ist. Aber das will ich jetzt auch nicht überbewerten. Ich denke, die Antwort auf das richtige Tier haben wir dann doch schon ein bisschen. Ich denke, Kategorie A ist dann doch sehr, sehr passend für Nico Rosberg. Auch schon vor diesen Zeiten mit Lewis Hamilton, als er um die WM gekämpft hat, hat er immer sehr, sehr gute Leistungen gezeigt und deswegen Kategorie A für Nico Rosberg. Im Jahr 2007 gab nicht nur Nico Rosberg sein Debüt, sondern auch Adrian Sutil. Der ist damals für Spyker gefahren, hatte dann eine ganz coole Karriere, vor allem bei Force India, hat dann 2014 aber bei Sauber seine Karriere dann beendet, beziehungsweise ja, er hat sie jetzt nicht aktiv beendet, sondern hat danach einfach kein Cockpit gefunden. Aber wie war denn die Karriere von Adrian Sutil? Ich würde sagen, durchschnittlich, aber gerade jetzt, wenn man das vergleicht mit den anderen Fahrern, muss man auch sagen, Adrian Sutil war schon auch ein guter, talentierter Fahrer. An guten Tagen hat er wirklich in einem mittelmäßigen Force India wirklich tolle Leistungen gezeigt, war da im Mittelfeld immer ja, recht weit oben dabei, konnte sehr, sehr viele Punkte auch einhamstern. Aber natürlich, für mehr hat es dann doch irgendwie nicht gereicht. Das lag vor allem natürlich am Auto, bevor Nico Hülkenberg der Fahrer war, mit den meisten Rennen ohne Podium, war es tatsächlich Adrian Sutil. Er hatte auch insgesamt dann 128 Grand Prix, ist gar nicht so wenig, aber zum Podium hat es nicht gereicht. Jetzt ist die Frage, Kategorie B oder Kategorie C. Ich finde, ja, mit Timo Glock kann man ihn schon ein bisschen vergleichen. Timo Glock hat 3 Podiumsplätze geholt, aber beide Fahrer hatten dann doch auch eine ähnlich lange Karriere, also jetzt nicht total kurz, aber auch nicht total lang. Adrian Sutil hatte schon auch ein gutes Talent. Ich denke, wenn ein bisschen mehr Glück dabei wäre oder wenn das Auto vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen besser performt hätte, hätte Sutil auch mal irgendwie ein Podium geholt. Deswegen, ich würde ihn jetzt nicht unter Timo Glock stellen, das wäre ein bisschen zu übertrieben. In Kategorie B wäre es mir dann natürlich aber auch zu hoch. Ich denke, Kategorie C ist ganz fair für Adrian Sutil. Es gibt noch einen deutschen Fahrer, der ebenfalls 2007 das erste Rennen gefahren hat. Wisst ihr, wen ich meine? Natürlich Markus Winkelhock, der sensationell beim Grand Prix vom Nürburgring auch mal in Führung lag, als alle ja tatsächlich Reifen gewechselt haben, weil es geregnet hat. Markus Winkelhock und seine Spyker-Crew, die hatten aber schon vor dem Rennen auf Regen gesetzt und hatten schon Regenreifen drauf. Und deswegen hatte dann nach Runde 1 Markus Winkelhock die Führung. Es hat zwar nicht gehalten, es gab dann auch noch einen Defekt, aber das war eine richtig, richtig coole Story. Aber natürlich werde ich jetzt Markus Winkelhock jetzt nicht hier in dieser Tierlist werten. Ein Rennen ist hier einfach zu wenig, aber war auf jeden Fall sehr, sehr episch, dieser Grand Prix.
Und natürlich, Leute, es gab noch einen Fahrer, der auch 2007 seinen ersten Grand Prix hatte. Und das war natürlich Sebastian Vettel, damals als Ersatzfahrer für Robert Kubica im BMW Williams. Dann aber sogar 2007 noch mit Season den Platz im Toro Rosso bekommen. 2008 ebenfalls im Toro Rosso, 2009 dann der Wechsel zu Red Bull. 2010 bis 2013 vier WM-Titel hintereinander. Was war das für eine krass dominante Zeit? 2014 war dann vielleicht so ein, ja, eher ein Durchhängerjahr für Sebastian Vettel. 2015 dann der Wechsel zu Ferrari, auch eine sehr, sehr coole Zeit. Leider nicht mit dem totalen Erfolg gekrönt tatsächlich. 2020 war dann die letzte Saison im Ferrari. Ich habe ja da auch letztens ein Video gemacht zu, warum auch vielleicht ein Sebastian Vettel nicht den Erfolg zu Ferrari bringen konnte. Das findet ihr jetzt ebenfalls auf dem i. Und dann noch die zwei Jahre bei Aston Martin, man muss es einfach so sagen, das ein bisschen noch zum Ausklang der Karriere, war natürlich auch nicht ganz unerfolgreich, aber auch nicht krass erfolgreich. Das war jetzt sehr, sehr zusammengestaucht, die Karriere von Sebastian Vettel. Ich denke, wenn es rein um die Fakten geht, da müssen wir auch gar nicht diskutieren, dass Sebastian Vettel mit Abstand der zweiterfolgreichste deutsche Fahrer in der Formel 1 ist, hinter Michael Schumacher, hinter seinem Idol. Aber was ich auch noch mal ein bisschen hervorheben will bei Sebastian Vettel ist, dass er wirklich so nahbar war, und das war ja auch 2007 die Zeit, als Michael Schumacher die Formel 1 verlassen hat und alle in Deutschland so ein bisschen, ja, Bange hatten, dass jetzt die Formel 1 in Deutschland in so ein Loch fällt. Wir hatten jetzt auch viele talentierte Fahrer, die ja jetzt auch in dieser Tierlist schon bewertet worden sind von mir. Es war natürlich trotzdem eine coole Zeit, aber Sebastian Vettel hat das Ganze nochmal auf ein neues Niveau gebracht. Ja, mit seiner am Anfang sehr, sehr kindlichen Leichtigkeit, mit seinem Humor und so weiter, hat er so ein bisschen die Herzen der deutschen Formel 1-Fans auch gewonnen. Es ist ja kaum zu glauben, aber am Anfang der Karriere, vor allem dann in seinen Red Bull-Zeiten, galt er ja auch als arrogant. Ich denke, da hat natürlich auch einfach der Erfolg gegen ihn sozusagen dann erstmal gesprochen, was die Sympathie der internationalen Fans anging. In Deutschland hat man seine Art schon immer geschätzt. Aber spätestens dann zu Ferrari-Zeiten wurde das dann auch international anerkannt. Er hat so viel für diesen Sport gemacht, hat natürlich auch immer diese deutsche Fahne auch ein bisschen hochgehalten. Deswegen, Leute, ich bin wirklich kurz davor, auch Sebastian Vettel ins S-Tier zu packen. Natürlich, von den Erfolgen kommt er nicht ran, aber er hat trotzdem so, so viel für die Formel 1 in Deutschland gemacht. Und man sieht es ja jetzt, wo er fehlt, wo natürlich auch noch Mick Schumacher aus der Formel 1 ausgeschieden ist, das hinterlässt schon nochmal so ein bisschen so ein Loch in der Formel 1, vor allem in Deutschland. Und deswegen ist Kategorie S schon verdient. Ist aber natürlich auch die Frage, kann man Sebastian Vettel wirklich auf eine Ebene mit Michael Schumacher stellen? Und mir tut es ein bisschen weh im Herzen, aber ich muss dann Sebastian Vettel, glaube ich, doch nur in Kategorie A ranken. Vom Talent, Nico Rosberg war auch ein super Fahrer. Ich denke, Sebastian Vettel war vielleicht nochmal ein bisschen größeres Talent. Aber ja, vier WM-Titel, die sprechen auch nochmal für sich. Ich bleibe natürlich hier hart bei meinen Regeln. Es gibt kein Zwischentier zwischen S und A. Aber wenn es dieses geben würde, dann würde ich Sebastian Vettel doch reinpacken. Aber es gibt nichts dazwischen. Mir tut es ein bisschen weh, aber ich packe Sebastian Vettel nur in die Kategorie A. Würdet ihr Sebastian Vettel auch in der Kategorie S sehen? Als nächstes kommt Nico Hülkenberg, der tatsächlich auch schon 2010 in die Formel 1 gekommen ist. Jetzt der einzige deutsche Fahrer noch ist in der Saison 2023. Das macht ihn schon nochmal ein bisschen, ja, zu was Besonderem. Ich bin froh, dass wir ihn zumindest jetzt wieder auch in der Formel 1 haben, als einzigen deutschen Fahrer. Aber irgendwie auch traurig, wenn man jetzt auch diese Hochzeit an deutschen Fahrern sieht, die ich ja hier gerade durchgehe, diese Liste. 2010 war tatsächlich auch so ein Jahr, wo krass viele deutsche Fahrer im Grid waren. Waren es 7? Ich müsste jetzt nachher nochmal zusammenrechnen, aber 6 oder 7 deutsche Fahrer auf einmal, das war schon richtig, richtig krass. Jetzt haben wir nur noch einen Fahrer mit Hülkenberg. Also ich denke, das sagt alles zur Entwicklung der Formel 1 in Deutschland. Aber jetzt geht es ja um Nico Hülkenberg. 2010, da war das Highlight natürlich die sensationelle Pole in Brasilien. 2011 hat er nicht mal ein Cockpit bekommen, habe ich damals gar nicht verstanden. Er war wahnsinnig talentiert. Aber dann 2012 ist er in die Formel 1 zurückgekehrt bei Force India. Hätte auch fast das Rennen gewonnen. Ich traue diesem Rennen immer noch hinterher in Brasilien damals.
beim WM-Finale, als zwar Sebastian Vettel natürlich den dritten WM-Titel klar gemacht hat, aber Nico Hülkenberg ist damals um den Sieg mitgefahren und er hat es dann leider im Regen oder bei abtrocknenden Bedingungen so ein bisschen weggeschmissen. Das war sehr, sehr bitter, vor allem wenn man dann natürlich die weitere Karriere dann sieht. Es kam nicht mal ein Podium dazu. Ich denke, da müssen wir jetzt aber auch gar nicht mehr drauf rumhacken. Das ist eine bittere Statistik, aber ich will das hier auch nochmal ganz, ganz klarstellen. Ich denke, Nico Hülkenberg ist ein wahnsinnig talentierter Fahrer und deswegen ist er jetzt auch wieder zurück in der Formel 1 2023. Und deswegen, auch wenn er kein Podium hat, auch wenn er keinen Sieg hat, würde ich sagen, die Kategorie C mit Timo Glock hier beispielsweise oder Adrian Sutil, die wäre einem Nico Hülkenberg nicht gerecht. Ich finde, das wäre zu wenig. Deswegen packe ich Nico Hülkenberg in die Kategorie mit eigentlich Siegfahrern, beziehungsweise Nick Heidfeld ist ja auch kein Siegfahrer, der hat aber immerhin Podiumsplätze geholt. Aber Statement von mir, Nico Hülkenberg kommt in die Kategorie B, obwohl er tatsächlich keinen Podiumsplatz und keinen Sieg geholt hat. Wir kommen zu einem Fahrer, den hatte ich tatsächlich auch nicht mehr auf dem Schirm. André Lotterer hat ein Rennen gefahren 2014 in Belgien für das Caterham-Team. Es ist relativ unspektakulär gelaufen. Caterham war damals schon in finanziellen Schwierigkeiten, hat dann ja sozusagen fast umsonst an André Lotterer damals fahren lassen. Der hat es natürlich genossen, hat das Auto auch ins Ziel gebracht. Aber das war recht unspektakulär und natürlich werde ich André Lotterer jetzt auch nicht bewerten. Wen ich aber auf jeden Fall bewerten werde, ist Pascal Wehrlein. 2016 hat er den Sprung in die Formel 1 geschafft. 2017 gab es dann die zweite Saison und ich fand tatsächlich damals es sehr, sehr schade und ein bisschen unerklärlich, warum keine weiteren Saisons dazu kamen. Denn schlecht war Pascal Wehrlein auf jeden Fall nicht. 2016 ist er nämlich auch für das Hinterbänkler-Team Männer an den Start gegangen und ich weiß das wirklich noch damals. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an das Rennen. In Österreich hat er tatsächlich auch einen Punkt für Männer geholt und das war damals nicht, weil irgendwie krass viele ausgefallen sind oder weil das Rennglück Safety Car irgendwie für Wehrlein gespielt hat, sondern tatsächlich aus eigener Kraft hat er den ja eigentlich sehr, sehr schlechten Männer auf Platz 10 gefahren. Die Strecke hat zwar dem Auto gelegen, aber trotzdem, das muss man wirklich sagen, war für mich ein richtig, richtig großer Pluspunkt für Wehrlein. Bei Sauber 2017 ist er dann untergekommen, kam nochmal 5 Punkte dazu, aber natürlich auch hin und wieder mal ein paar enttäuschende Leistungen. Trotzdem, ich fand es hart, dass Pascal Wehrlein danach kein Cockpit mehr bekommen hat. Jetzt ist die Frage, vom Talent her würde ich auf jeden Fall Pascal Wehrlein in eine Schublade stecken mit Timo Glock, mit beispielsweise auch Adrian Sutil. Aber die beiden haben natürlich auch eine längere Karriere hinter sich gehabt. Deswegen würde ich es jetzt unfair finden, ihn in Kategorie C zu stecken. Kategorie D klingt jetzt aber natürlich auch ganz hart, weil es ist hier auch einfach ganz, ganz unten. Ich packe Pascal Wehrlein jetzt trotzdem in die Kategorie D, möchte das aber wirklich jetzt nochmal hervorheben. Die Messlatte hier der deutschen Fahrer, die ist einfach krass hoch. Und die ab 2000, die Fahrer, die hier für Deutschland an den Start gegangen sind, das waren halt absolute Top-Talente, das waren Ausnahmekönner. Pascal Wehrlein war auf jeden Fall kein verschwendetes Talent oder noch was. Kategorie D klingt hart, aber in dieser Tierlist muss ich ihn einfach in die Kategorie D stecken. Und wir haben das Video begonnen mit einem Schumacher, wir werden das Video beenden mit einem Schumacher. Natürlich kommt jetzt noch Mick Schumacher 2021, 2022 in der Formel 1 gefahren. 2023 leider nicht, da ist er ja nur Testfahrer für Mercedes. Aber wie bewerten wir Mick Schumachers zwei Saisons? Und natürlich, vielleicht werde ich jetzt mit Eiern beworfen von Mick Schumacher-Fans. Aber wenn man jetzt mal sieht, Pascal Wehrlein in Kategorie D, dann spricht jetzt relativ wenig dafür, dass ich Mick Schumacher da eine Kategorie höher setzen kann. Auch ich muss Mick in die Kategorie D hier ranken. Gleiches Argument, natürlich ist er kein schlechter Fahrer. Kategorie D soll hier nicht verstanden werden als total schlecht und hat eigentlich nichts in der Formel 1 zu suchen gehabt. Das meine ich gar nicht. Aber wenn man das mit diesen krassen deutschen Fahrern hier einfach vergleicht, dann war die Karriere von Mick Schumacher bisher halt nichts wirklich besonders. Aber, da kommt natürlich auch das Aber, sie ist ja noch nicht vorbei. Also es gibt schon noch eine minimale Hoffnung, dass Mick Schumacher auch wieder in der Formel 1 durchstarten kann. Schauen wir mal und dann kann sich natürlich auch noch die Karriere von Mick Schumacher nach oben entwickeln. Und dann würde ich hier in dieser Tierlist natürlich auch nochmal etwas anpassen. Aber diese zwei Saisons bei Haas, die waren einfach im Endeffekt nicht gut, muss man einfach so sagen.
Deswegen gibt es Kategorie D. Ich hoffe, dass ihr mir nicht zu böse seid, liebe Mick Schumacher-Fans, aber ich sehe hier keine andere Möglichkeit. Hier sind jetzt noch zwei weitere Tierlist-Videos für dich. Da kannst du auch gerne mal reinschauen, wenn du Bock auf dieses Videoformat hast. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.